Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Beim letzten Mal hatte ich ja Phantom Ganon gemacht. Und heute geht's zum richtigen Ganon hier unten in den Untergrund. Und ich habe gedacht, das ist natürlich auch wieder spannend zu sehen. Ich habe alle Schreine fertig, alle Wurzeln fertig, ich habe alle Rüstungen. Ich bin also allgemein eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Progress, den ich habe. Ich habe mir ganz viel Essen gemacht. Ich habe mir ganz viele gute Waffen gemacht. Also, ich bin gut ausgestattet. Das sollte also passen. Ich bin hier schon mal in irgendeiner Folge runtergegangen, habe mich ein bisschen umgeguckt, aber dann nicht ganz durchgegangen. Und jetzt ist es soweit. Geistertempel ist fertig. Ich hatte zwischenzeitlich gedacht, der Geistertempel wäre nicht mandatory, sondern optional. Aber nein, der ist tatsächlich nicht optional. Man muss den machen, damit man... Ich weiß gar nicht, was, wieso man den machen muss, aber man muss den auf jeden Fall storymäßig machen. So, ich will natürlich so wenig kämpfen wie möglich am liebsten. Weil auf dem Weg dahin sind ganz viele Gegner. Oh Gott, ich glaube, ich muss hier hoch. Noch ein Weißer. Oh Mann. Ist der Stein echt auf mich gefallen? Ich glaube, ich muss da hoch. Ohne kann man Ganondorf nicht besiegen. Ey, ich habe keine Ahnung. Kann natürlich sein, ne? Dass man alle Weißen braucht, damit man Ganon überhaupt... Ganon, hier ist nämlich ein Leune, genau. So, wenn ihr... Ein Weißer sogar. Komm, wir besiegen den. Weil ich da Bock drauf habe. Könnte natürlich sein, dass ich mein Masterschwert brauche für Ganon. Dann wäre es gar nicht so clever, das jetzt einzusetzen. Meine Kollegen hier, die Weißen sind natürlich auch alle auf Max-Level. Und lenken gut ab, das ist eigentlich ganz nice. Guck mal, der geht gar nicht auf mich. Ich weiß gar nicht wieso. Macht es natürlich sehr einfach. Sidon und... Guck mal, der geht gar nicht auf mich. Sidon und Ryu habe ich sogar ausgestellt, weil die mich mehr nerven, als dass sie mir helfen. Da geht der Null auf mich. Okay. Oh nein! Der war scheiße. Der war ganz scheiße. Das war mein Ding mit 15. Der war ganz... Also der war schlecht gemacht. Der war... Das war nicht gut. Schalt sie doch jetzt ein. Nee, die nerven mich. Sind zu viele. Läuft auch super, hast du gesehen. Das will ich nicht. Den Bogen nehme ich. Königsschwert brauche ich auch nicht. Da hoch. Genau, die andere Rüstung, die ist jetzt hier wichtig. Die Miasma-Rüstung. Damit ich so wenig Herzen wie möglich auf dem Weg dahin verliere. Fürs Finale alle Weisen aktivieren. Kurz, bis er sich alle drei Herzen gezogen hat. Dauert einen Moment. Es wäre auch so zu einfach gewesen, wenn es einfach direkt klappt. Also es war ja wohl logisch, dass das nicht sofort klappt. Hättet ihr euch auch denken können. Dass dann natürlich genau da der Vorsprung ist, wo ich hochspringe.
Eis ist ganz fies. Ich hoffe, ich muss runter. Ja, scheint so. Da ist ein Fluggerät. Was ist hier los? Wenn da jetzt die Tür zugeht, ne? Diesen Ort nicht erreichen. Ah, guck mal. Macht der Waisen hier außer Betrieb. Sie gewettet, da unten ist wieder ein... Eine Leune. Den brauche ich, dich nämlich. Hallo. Schön. Oh. Ich will natürlich wissen, was da ist. Zum Glück habe ich ein paar Bomben gesammelt. 13. Ist da was Cooles? Guten Morgen, Chin. Kiste. Gucken wir mal rein. Donnerblumen. Okay, das hat sich gelohnt. Könnte sein, dass ich gleich da bin. Ey, das war doch der... Ist das nicht der Weg, wo wir mit Zelda auch lang sind? Vergessene Grundfesten. Nicht die. Tschö. Schade, dass ich hier den Dingsbums nicht habe. Könnte ich ja echt gut gebrauchen. The King Forever. Moin moin, danke für den Follow. Ja, ja, hier waren wir doch. Hier waren wir doch. Muss ich ein Foto vormachen? Nee. Hier ist nur die ganze Geschichte. Ist hier was hinter? Die Wandbilder, ne? Juckt mich das? Juckt mich das? Ich könnte die Donnerblume halt echt gut brauchen. Ah, okay, ich muss hier durch anscheinend. Dann geht's nicht weiter. Kevin, danke für den Follow. Muss ich nach oben? Ah, da ist der Eingang. Moin, moin. Ah ja, das ist genau der Weg, den wir mit Zelda gegangen sind. Ganz am Anfang, wer erinnert sich, aus Folge 1. Sonst jetzt sofort das Intro nochmal gucken. Siegelstätte. Jetzt hier nochmal runter. Wir speichern. Ich glaube, da unten geht's ab. Ich hab Bock.
Miasma-Grotte. Hier geht's immer richtig runter. Freya, danke für den Follow. Ganz kurz mal, es gab doch im Trailer diese eine Stelle, wo Ganondorf oder irgendeine dunkle Person seine Hand auf die Schulter von Zelda packt. Das habe ich noch nicht gesehen im Spiel. Junge, sieht das geil aus. Vielleicht jetzt. Ah, oh Mann, ich hatte doch Phantom-Ganon. Willst du das echt allein durchziehen? War klar, dass sie jetzt aber da sind. Nur den einen. Ach, Sinon, ey, der kann gar nichts. Zusammen werden wir Hyrule beschützen. Wir Gerudo stehen in deiner Schutz. Ich bin für dich da. Alte Fehler gilt es wegzumachen. Vernichten wir den Dämonenkönig ein für alle Mal. Mann, ich hätte gerne meine grimmige. Oh Mann, das wäre so ein schönes Thumbnail geworden, wenn ich nicht diese doofe Rüstung angehabt hätte. Mann, ey. Ich bin auch so sauer, dass ich eben das falsche Essen genommen habe. Der Dicke geht mir auf den Sack. Schade, dass keine silbernen Moblins dabei sind. Die hätte ich gebraucht. Bestimmt kommen hier mehrere Wellen. Ist auch nur Half-Life bisher. Kommt bestimmt noch eine Welle. Selfos. Moblins wären echt über gewesen. So ein schöner silberner Moblin wäre geil gewesen. Jetzt noch.
ja, bitte, da ist auch ein Silberner dabei. Easy. Wollte schon sagen, der Fight ist doch nicht hier, das wäre zu langweilig. Ganondorfs Miasma? Heißt das, er ist dort? Sag mir, ich kämpfe hier alleine, gar kein Bock auf die. Diesen Kampf hat das Schicksal uns auferlegt. Überlass ihn uns! Gut. Genau, geh du schon mal weiter, Link. Finde ich gut. Wir zeigen denen, was die Weißen drauf haben. Kein Problem, wir haben sie ja schon einmal besiegt. Das ist in Windeseile erledigt. Zögere nicht, Link. Was macht die? Alles Weitere obliegt dir. Ach so. So, habe ich noch Essen, um meine... Oh. 15, das brauche ich auf jeden Fall noch. Mann, Mann, ey, wieso habe ich das 15 benutzt? Das war so dumm. Boah, das wäre eine gute Info. Kann man denn hier hin ohne Weisen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Typ, der das in 90 Minuten gemacht hat, halt ohne die Weisen geholt zu haben, hier hingeht. Aber zeitlich passt das halt nicht. Aber das wäre krass, gegen alle gleichzeitig kämpfen. Speicher wäre mal ganz gut gewesen. Nun werde ich der Welt ihr altes Antlitz zurückgeben. Ich werde sie nach meinem Willen formen und beherrschen. Übelst auf Massephase, wie es einem König gebührt. Dämonenkönig Ganondorf. Der würde Strongest Man auf jeden Fall gewinnen. Der ist kein Salat. Der wahre König ist zurück. Sein
Deine Welt wird heute neu erschaffen. Bin übelster Ganondorf-Fan. Ich will, dass er gewinnt. Kann mich einfach töten lassen. Man kann nicht speichern. Okay. Angegriffen! Angegriffen! Alter, da hat er kaputte Herzen gemacht? Ich glaube ja, ne? Oh, was ist das? Oh, ausgewichen, mein Bester. Er spricht im Kampf. Kann man dann dir einen Headshot geben? Hätte ich auch Bock drauf. Bei mir ist das so einfach. Ja, das ist doch nur erste Phase. Da kommen noch 1000 Phasen. Wart mal ab. Wart mal ab, was jetzt kommt. Der verwandelt sich noch 12 Mal. Der doch nicht, weil seine lodernden Haare. Oh, wie sehr habe ich es vermisst. Der Rausch der Schlacht bringt mein Blut zum Brodeln. Doch es war nicht mehr als ein bloßes Vorgeplänkel. Der hat nicht mal seinen Stein aktiviert, genau. Jede Faser meines Körpers dürstet nach noch gewaltigerer Macht. Guck da, jetzt geht's ab. Jetzt sind wir hier im Sekiro Dark Souls Kampfbereich. SSJ1, genau. Das ist eher SSJ Gott mit den roten Haaren. Wieso kann ich das nicht auch machen? Wieso habe ich eigentlich nicht so einen coolen Stein? Alter, da sind mehrere Gegner. Ausgewichen, mein Bester. Guck mal seine Lebensenergie an. Das sehe ich ja jetzt erst. Kann ich irgendwas Cooles draufballern? Feuer? Magst du Feuer? Oh, auf den Kopf. Auf den Kopf. Auf den Kopf. Oh ja, das ist gut. Da kann ich gut ausweichen. Er ist ausgewichen. Was, was, was? Er ist ausgewichen. Habt ihr es gesehen? Antiker Dolch auf dem Pfeil. Soll ich es mal machen? Das ist zu einfach mit dem Ausweichen. Also, da haben die ihn fast zu einfach gemacht. Okay, vielleicht war es auch wieder nur die Vorform. Da ist was noch kommt, ne? Oh nein, jetzt geht mein Headset leer. Gleich mal kurz Pause machen. Das Schwert will ich. Alter, er macht den Bruce Lee Move. Ja, das ist gut. Oh was? Nein. Was? Er hat ein komplettes komplett kaputt gemacht. Was? Er weicht auch aus nach dem Ausweichen. Er hat mein Schild kaputt gemacht, der Sack. Noch eins kaputt gemacht. Er kann auch ausweichen. Hör auf damit, das ist gemein. Ist das hier Ausweichen gegen Ausweichen oder wie?
Noch ein Herz weg. Zum Glück habe ich so viele. Ist gar kein Problem. Nein, habe ich vergessen. Alter, er hat noch ein Schild kaputt gemacht. Das ist echt nicht so einfach. Mann, der weicht immer aus. Und ich komme nicht mehr dazu, auszuweichen irgendwie. Mann, ey. Oh, Mann. Ich musste einfach drauf gehen, weil ich konnte nicht mehr ausweichen, ich hatte nur noch ein Schild. Er hat seine Attacke gecancelt, um auszuweichen, war echt hart, ne? Ist er denn jetzt? Mein Fleisch und auch mein Geist, die sind mir gleich. Doch reiß ich euch mit in mein Verderben. Tiefe Finsternis umhülle diese Welt auf alle Zeit. Oh, wie ich es gewusst habe. Wieso isst er seinen ganzen Arm direkt mit? Jetzt kommt der richtig krasse Drachenfight. Zu gierig gewesen. Dass wir den Arm gleich mit essen. Massephase. Zu gierig gewesen. Drachenzähler Comeback, ja, also Drachenzähler wird bestimmt auch auftauchen. Vielleicht sogar die anderen drei Drachen auch und wir checken, woher die Drachen kommen. Der Fight war echt anspruchsvoll, also ohne, also wenn du da nicht viele Herzen hast, dann kommst du in Schwitzen. Aber der hat kaum Schaden gemacht. Der hat immer nur ein Herzchen Schaden gemacht. Das ging echt gut klar. Meint ihr, von dem können wir jetzt Körperteile holen? Eine Schuppe, ein Zahn. Drache, Banu ist Dämonenkönig, Schwarzdrache. Ah, da bin ich.
eingeklemmt. Aha. Fliegt jetzt immer rum. Ja, ich hätte es gefühlt, aber ist leider nicht so, anscheinend. Ich flieg durch den durch. Ah, ne, doch nicht. Rettet mich erstmal. Brauche ich nicht, ich kann fliegen. Die können ja anscheinend doch denken. Also wenn ich jetzt gegen den kämpfen muss, weiß ich nicht wie. Abspringen. Ich kann nur abspringen. Wann soll ich denn abspringen? Soll ich jetzt abspringen? Ich nehme mal ein bisschen Essen, ne? Ich habe nämlich ein bisschen wenig Leben. Kann ich ihm gerade mal einen Zahn abschießen? Weil ich könnte ihn gebrauchen. Hört er auch noch auf damit oder macht er es für immer? Okay. Guck mal, da sind so Dinger. Dauert ja Ewigkeiten. Was kann ich da dran ballern? Elektro? Oder kann ich da landen einfach? Kann ich doch einfach landen, ne? Ei, 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 stehen bleiben. Sammelt mich mein Drache jetzt wieder ein? Hallo? Hallo. Warum ich auf meinen wieder landen selber? Hallo, bleib stehen. Ja, sammel mich ein. Ja. Sehr gut. Du hast dein Herz wieder bekommen? Ja, sehr schön. Guck mal, wie cool das gemacht ist. Und es läuft 1A flüssig und man sieht die Welt unter einem. Da soll ja noch jemand sagen, die Switch wäre nicht stark genug. Das ist doch übel episch gemacht. Sammel mich. Hallo. Sammel mich. Hallo. Der trifft ja nichts, der Trottel. Was ein geiler Kampf, ja. Ein bisschen eintönig und langweilig, also nicht langweilig, schon cool inszeniert, aber hier ist ja gar keine Gefahr mehr, also ich mache jetzt die beiden Augen da noch und dann ist Half-Life und dann kommt nochmal irgendwas anderes. Das ist also ein bisschen eintönig.
Die sieht übel nice aus, also. Gibt nicht viele geilere Endfights, muss ich sagen. Monoton, ja, aber schon gut gemacht, genau. Sammel mich! Sammel mich ein! Das letzte Auge ist bestimmt nur im Kopf. Da hätte ich es geiler gefunden, wenn es hier nochmal so oldschool was gegeben hätte. So OOT-Ganondorf-mäßig Vibes. Wisst ihr? Das wäre doch cool gewesen. Beast-Ganon unten auf der Welt oder an verschiedenen Standorten oder so. Aber mit dem Drachen macht halt schon irgendwie Sinn, ne? Dass er das Ding frisst. Naja. Kann ich alles haben. Hau mal auf einen Kristall ein. Wieso? Meinst du, es bringt was? Für die Wissenschaft mache ich es mal, aber ich glaube nicht, dass es was bringt. Ja, kann man nichts machen. So, das letzte Ding ist schon noch im Kopf. Oh Junge, sammel mich. Hallo? Hallo? Mich würde interessieren, wenn ich es forcen würde, auf den Boden zu kommen. Ob ich es schaffen würde. Und was dann passieren würde. Klar, dass der Rest auf dem Kopf ist. Oh Mist, das war dumm. Aber so soll man es wahrscheinlich machen, so. Geil dran vorbei. Dann genau auf dem Kopf landen. Bam! Episch, ja. Ziemlich geil gemacht. Auch mit dem Blutmond. Ich bin gespannt, ob es wie in jedem Zelda ist, dass nach dem Fight von Ganondorf es alles so ist wie vor dem Fight von Ganondorf. Niederstrecken. Bam! Okay, das ist oldschool. Was auch cool wäre, wenn Zelda sich zurückverwandelt, aber I doubt it. Alter! Fallen jetzt die ganzen Inseln wieder runter? Wie geil das gemacht ist. Hilfe.
Rauru und Sonja. Ja, die verwandeln die Safe zurück. Das wäre doch sonst kein Zelda. Mein Arm ist auch wieder richtig. Wieso bin ich eigentlich oberkörperfrei? Ich habe gedacht, dass ich das machen muss. Was ist, wenn wir die aufprallen lassen? Oh Mann, so viele Fragen, die ich wissen wollen würde. Wir machen es natürlich nicht, aber ich würde voll gern wissen, was passieren würde. Wenn ich die einfach aufprallen lasse. Und schön ins Wasser. Macht das nicht nach, Kinder. Das ist physikalisch nicht richtig. Vor allen Dingen nicht mit dem Kopf voraus. Zehntausend Jahre im Drache. Dann hat es dich erreicht. Das heißt, der Dämonenkönig. Du hast ihn wirklich besiegt. Unglaublich. Das ist wie ein Traum. Aber wie bin ich? Wie crazy wäre es, wenn Link jetzt endlich mal ein paar Wörter raushauen würde. Ich erinnere mich. Ich habe geschlafen. Unermesslich.
unendlich lang. Doch dann hat ein Gefühl mich umhüllt. Sanft und warm, unendlich groß. Und ich bin aufgewacht. Ich war ganz weit in der Vergangenheit, dem ich da alles begegnet bin. Ich habe dir so viel zu erzählen, jetzt wo ich hier bin. Wieder hier, zu Hause. Quasselzelda. Abgeschlossen. Das war's. Zwischendurch hatte mal jemand gefragt, was besser ist, Tears of the Kingdom oder Breath of the Wild. Also ich glaube, nach dem Ende kann man sich das selber erklären, oder? Hallo. Jetzt noch 1000 Korks. Nee, du lass mal. Der Ganon-Fight war aber jetzt nicht so krass. Also die allererste Phase war sowieso wahrscheinlich erstmal nur aufwärmen, die zweite war dann schon ein bisschen schwieriger. Aber gerade das mit dem Drachen war ja, wie schon gesagt, wurde sehr monoton. Aber übel nice inszeniert, ne? Das ist jetzt das Ende-Ende? Ja, das war das Ende-Ende. Auch nicht verstecktes Ende, das ist das Ende-Ende. Es wird wahrscheinlich so sein, wie in jedem anderen Zelda auch, dass danach, wenn es gleich weitergeht, alles so ist wie vor dem Ganon-Fight. Wir sind bestimmt am Sperrpunkt oder so. Ganon lebt immer noch. Und da geht's quasi, oder da, wo der letzte Speicherpunkt ist. Ich weiß nicht ganz genau, wie die das machen, werden wir gleich sehen. Und man kann ihn immer wieder besiegen. Ich würde es aber cool finden, wenn es nicht so wäre und Ganon weg ist und dann quasi alle Gegner da sind, aber man halt nicht diesen Endfight immer wieder machen muss. Aber wird wahrscheinlich so sein. Wo ist das Switch und BOTW, TOTK? Ja, mach das. Ich habe ja vor TOTK und BOTW durchgespielt, aber das hat mich nicht so gecatcht. Da ist die Story auch nicht so nice. Hier ist halt richtig nice, weil es drauf aufbaut, was du in Breath of the Wild alles gemacht hast. Da lohnt sich auf jeden Fall, mein Video anzugucken, was du vor TOTK wissen musst, weil da erkläre ich ja nochmal alles von Breath of the Wild. Wenn du halt weißt, dass vor 10.000 Jahren das hier erstmal passiert ist und so. Ach stimmt, gleich wird doch gezeigt, wie viel Prozent ich habe, ne? Stimmt. Das ist, wird auch nochmal spannend. Farm, ein paar Quests, also auf jeden Fall die Nebenquests kann man noch machen. Crocs farmen, Rüstungen verstärken. Ja. Mehr kann ich nicht mehr machen. Alle Rüstungen verbessern. Also das mache ich nicht. Nee. Ich weiß nicht, wie doll die Crocs ins Gewicht fallen. Also wenn die Crocs
eins zu eins ins Gewicht fallen wie alles andere, wahrscheinlich 40-30%. Wenn das nicht so ins Gewicht fällt, 70-80-90%. 76%. Ich weiß halt nicht, wie doll die Crocs bzw. die Waffentaschen. Ich muss überlegen. Waffentasche fehlen mir 5 Plätze oder 6. Und Schild und Bogen habe ich nicht einmal vergrößert. Nullmal vergrößert. Sonst habe ich alles. Ich habe alle Erweiterungen für den Schiekerstein. Ich habe die Erweiterungen für meine Titan. Ich habe alle Schreine. Ich habe alle Wurzeln. Ich habe alle Rüstungen. Ich habe alle Waffen. Ich habe halt gar keine Fotos gemacht. Das ist auch nochmal so ein Ding. Weißt du auch nicht, ob das mit zu den Prozenten gehört? Man kann ja sein Album mit Fotos komplett füllen. Da habe ich gar nichts. Also Crocs und Fotos habe ich gar nichts. Kriegen wir auf ganz schnell eine Abstimmung hin? Fotoalbum, darf man nicht vergessen, da sage ich ja. Fotoalbum. Wenn du mir sagst, wo? Im Dashboard. Die Story, also was ich eben noch sagen wollte, was ich richtig krass finde, wenn man sich die ganze Promophase anguckt. In der Promophase ging es zu 90% darum, das Spiel zu verkaufen mit dem Gameplay. Mit der Fusion von Waffen und so, mit dem Gameplay, mit dem Fliegen und mit der Welt und so. Aber letztendlich ist für mich die Story ein viel besserer Kaufgrund als das Gameplay. Alle Kochrezepte, wenn das auch dazu gehört, ja, das auch. Boah, der Abspann geht aber lang. Ey, das mit der Gewitterwolke, das war auch so ein Pain. Hätte ich das gewusst. Oh, guck mal, hier können wir gleich wegen deutscher Voice. Voice Director ist der Ilja. Julia Kaspar ist bestimmt Zelda, oder? Kennen wir da jemanden? Nö. Boah, das wurde auch auf Russisch komplett vertont. Nicht gedacht. Kann man das eigentlich skippen? Man könnte skippen, soll ich es machen? Soll ich es skippen? Ja. Soll ich skippen, Leute? Ja, skip. Hau weg. Ja, ja. Sebe sagt nein. Sebe sagt eh mal das Gegenteil. Sebe will die Welt einfach nur brennen sehen. Übersprungen. Vielleicht kriegen wir jetzt ihre Rüstung. Ich weiß, dass man ihre Rüstung auch noch bekommt. Oh. Wie kann so eine gewaltige Landmasse einfach so im Himmel schweben? Wie ist die hoch? Die Errungenschaften der Sonau verblüffen mich immer wieder aufs Neue.
Damit sind wir am Ziel. Ich danke euch, dass ihr mich hierher begleitet habt. Seht euch um. Von hier aus kann man das ganze Königreich Hyrule bewundern. Oh, so hoch oben bin ich ja noch nie im Leben gewesen. Ja, der Ausblick ist wunderschön. Und du, Zelda, hast all die Zeit hier in den Wolken verbracht? Ja, doch an viel mehr kann ich mich nicht erinnern. Es ist so, so unwirklich, dass ich jetzt mit euch hier stehe. Diesbezüglich habe ich eine Vermutung. Es waren Rauros Lichtkraft und Sonjas Macht über die Zeit. Beide haben sie Link ihre Macht geliehen, um dieses Wunder geschehen zu lassen. Meine Zeit ist nun gekommen. Minero! Vor langer Zeit bürdeten wir künftigen Generationen eine schreckliche Plage auf. Doch ihr habt es geschafft, sie endgültig zu besiegen. Nun kann ich endlich leichten Herzens Rauru und den anderen folgen. Meine Mods müssen nochmal in die Modschule, Mari. Wir alle! Gelogen! Hoch und heilig! Zelda zu bedienen! Prinzessin Zelda zu dienen und Hyrule stets zu beschützen. Rauru und Sonja wird es freuen. Und du, mein liebes Kind, bist stets in unseren Herzen. König Rauru, Königin Sonja, Minero und die Weisen aus jener Zeit. Sie wollten Hyrule nicht nur retten. Sie wollten ihm ewigen Frieden schenken. Ich werde alles daran setzen, diesen Wunsch zu erfüllen. Jetzt! Und für alle Zeit. Freunde, wir können das ganz sicher schaffen. Gemeinsam.
Und nochmal abspannen. Hä? Und wo waren jetzt die Prozente? Inneres Hyrule. Autospeichern. Minuten weg. Hat genau davor gespeichert. 9.31 Uhr. Aber da ist ein Stern dran. Was heißt der Stern? Story fertig. Okay. Das heißt, das speichert er. Obwohl er von einer Stunde gespeichert hat. Der Mondkönig wurde gerade über sich hinzugefügt. Weil ich die Gartendorf ist aber immer noch und suche Zelda. Das ist doch dumm. Gefällt mir nicht. Ich wusste, dass das wieder so ist. 56%. 56%. Die Crocs ballern halt mehr rein, als man denkt. Alter, guckt euch Held des Pfad des Helden an. LOL? Prozent. Stern heißt durchgespielt Prozent auf der Karte. Ja, aber es nervt mich übel, dass ich halt immer noch die Mission jetzt hier habe. Das doch, da müsst... Ach man, das... Da kannst du ja nie geschafft 23 von 23 da stehen haben. Ist doch kacke. Nervt mich. Und das letzte Video kann man sich auch nicht nochmal angucken. Nervig, wirklich. Das macht mich sauer. Er ist jetzt halt dabei. Ja, das war auf jeden Fall die Folge, Leute. Mich würde extrem in den Kommentaren interessieren, wie ihr das Game findet. Ihr habt jetzt den Großteil gesehen von mir. Für mich eins der besten Spiele der letzten Jahre. Lasst gerne ein Follow da und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.